kommt. Gut, das ist schon mal der Appetizer. Servus Dartkolleg, es ist schon wieder Spider-Woman-Time. Denn wir haben wieder was bekommen vom Dartshop Michel. Und das ist das Gary Anderson Update Kit, heißt es, glaube ich. Steht auch so drauf. Accessory Kit, 64 Pieces, also 64 Teile. Das darf Spider-Woman jetzt aufmachen und sich da was aussuchen für ihre Darts und da ein neues Setup zusammenstellen. Ansonsten erzähle ich euch danach natürlich noch, was alles drin ist, ob sich der Preis lohnt. Und wir schauen es uns einfach mal ganz genau an, was da alles mit dabei ist. Ich zeige euch das jetzt hier in der Totalen, während Spider-Woman das jetzt hier auspacken wird. Denn wir schauen uns dann die einzelnen Teile einfach ganz genau an. Und da brauche ich jetzt nicht da nochmal drüber schwenken. Spiegelt sowieso etwas dann die Verpackung. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn wir es uns anschauen, wenn es dann ausgepackt ist. Und ich dann auch ein bisschen ranzoomen kann. Jetzt muss ich erstmal mit der Schere das Ganze aufschneiden. Ist natürlich mit dem Plastik da so ein bisschen gefriemelt. Muss man auch aufpassen, dass man sich da nicht dran schneidet an den Kanten, an den scharfen Kanten vom Plastik. Aber ich glaube, so langsam müsste sie gewonnen haben. Die ersten Sachen gehen schon flöten. So, da ist Gary Anderson drauf und hier hinten steht auch, was alles mit drin dabei ist. Da gehen wir jetzt mal ran. Während Spider-Woman hier noch ein bisschen sortiert. So, wir gucken uns mal als erstes, was soll man als erstes sehen? Du hast jetzt die Flights schon rausgeholt, das sind die ersten. Blaue Flights mit der Signatur von Gary Anderson, World Champion steht drauf. Standard Flights, wie dick sind die? Gucken wir mal. Ja, das sind 100 Mikron und die sind innen, ich sehe es gerade, kannst du das mal aufhalten? Die sind innen nämlich anders bedruckt als außen. Da innen ist die schottische Landesflagge drauf. Also die Flights habe ich auch schon oft gesehen, dass er die gespielt hat. Und dann machen wir mal weiter. Da sind die nächsten Weisen. Guck mal, ob da innen auch was anderes drin ist. Ich glaube, da ist auch was anderes drin. Jawohl, da ist ein Stern drin. Für die Weltmeisterschaft kriegt man ja einen Stern aufs Trikot drauf. Aber Gary Anderson hat ja diesen Stern sowieso in seinem Logo drin. Mittlerweile darf er ja 2 Sterne tragen, weil er 2015 und 2016 die PDC-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Das nächste Set Flights ist ein bisschen dunkler im Blau. Da ist auch der Stern drauf. Gucken wir auch mal innen rein. Gibt es da auch was Neues zu sehen? Klapp's mal richtig auf. Jawohl, da steht World Champion Unicorn drauf. Vielleicht zieht sich das wirklich so durch, dass da alle Flights zweiseitig bedruckt sind. Also, die sind schon vierseitig bedruckt, aber mit 2 verschiedenen Designs auf den Seiten. Die nächsten sind schwarz, auch Signatur und Unicorn. Und was ist da innen drin? Ah ja, eine angedeutete, ja, eine schwarz-weiße Schottland-Flagge. Im Prinzip das gleiche Design wie bei den blauen hier. Die waren ja auch ähnlich bedruckt. Die Signatur ist drauf, nur da steht noch World Champion, während bei den schwarzen das nicht steht. Dann haben wir hier Flights mit Schottenmuster. Das hat der Gary Anderson ja auch auf seinem linken Ärmel drauf vom Trikot. Und da ist es innen schwarz mit dem Gary Anderson Logo und dem Stern. Alles klar. Und das letzte Set, eigentlich auch eins der bekanntesten, auch ein nostalgisches Set. Das hat auch hier diese spitzen Kanten unten. Zeigen mal, wo ich mein. Hier an der Ecke, genau, da sind sie sehr spitz. Das ist auch typisch Unicorn, das macht kein anderer Hersteller. Und dann gucken wir mal, ob da innen auch was anderes zu sehen ist. Jawohl, da ist, was steht denn da?
Copyright 2015 Unicorn Products Limited. Stimmt's? Jawohl. Okay, so sehen die sechs Sets Flights aus. Und jetzt kommen wir noch zu den Chefs. Da gibt es auch eine ganze Menge. Es sind auch sechs Sets Chefs, glaube ich, dabei. Das sind wohl die bekanntesten, die Gripper 3 von Unicorn Two-Tone in Blau und Weiß im Übergang. Die hatte ich auch schon mal und die hat er auch ganz lang gespielt. Ich spiele aktuell sogar manchmal noch auf seinen Darts. Da haben wir die Gripper 3 Mirage. Die sind durchsichtig, also transparent. Ja, weiß-durchsichtig oder glas-durchsichtig, wenn man das so sagen kann. Das sind auch beide Medium-Chefs, also die 48 mm. Als nächstes sind dabei Aluminium-Chefs. Und zwar XL in Short, steht da dabei. Die sind auch in der Mitte so ein bisschen dünner. Und oben haben sie dann den dickeren Kopf. Also vielleicht auch ein bisschen weniger Treffer, wenn man den Schaft direkt erwischen sollte. Hat man da ein bisschen bessere Chancen. Die sind dann halt in Silber. Dann haben wir hier die Gripper Zero Degrees. Die sind unten transparent und oben in einem schönen leuchtenden Blau. Sind das Spinner-Chefs? Guck mal. Sind das welche, die sich drehen? Ne, sind keine Spinner. Ne? Also Zero Degrees, die sind einfach oben fest, oben Aluminium, unten Nylon. Die sehen auch interessant aus, weil zweifarbig, weiß und blau. Das sind Gripper Softflex. Da ist oben zum Einführen der Flights, das ist ein bisschen einfacher, glaube ich, wenn du den mal hochstellst. So sieht man es vielleicht. Sind aber auch keine Spinner, auch wenn es so aussehen könnte. Über die Gripper Softflex habe ich rausgefunden, dass die eben sehr bruchsicher sind, weil sie ja aus so einem weichen Material sind. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar, wenn man die so biegt, hier seht ihr das, die kann ich hier biegen, ohne dass sie brechen. Die sind nämlich irgendwie aus so einem Gummimaterial, fühlen sich auch vom Grip her ganz interessant an, sind aber nur 44 mm lang. Also das ist auch nochmal ein interessantes Teil. Vor allem kriegt man die kaum noch. Also richtig in den Dart-Shops habe ich die gar nicht mehr gefunden. Also das ist auch eine ganz interessante Sache, die da noch in dem Päckchen mit drin ist. Und als letztes sind noch die Gripper 3 in Short mit dabei, in ganz weiß. Überall sind auch, wo man es braucht, eben diese Ringe dabei, die man für die Flights dann braucht, um die lochen zu können und befestigen zu können. Davon sind auch noch mehr dabei, nämlich hier in diese, da unten in diesem runden Loch, da sind nochmal 12 Ringe mit dabei, wenn man das genau zählt. Und das schwarze da, das sind zwei verschiedene Teile. Holen wir das eine raus. Okay, holst gleich beide raus. Dann legst du mal hier auf den Tisch, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Hier haben wir einmal 8 Flight-Protektoren noch mit dabei und dann auch nochmal 8 Ozone-Ringe. Die O-Ringe, die braucht man, wenn man diese Aluminium-Chefs spielt, um die unten ranzumachen zwischen Barrel und Schaft, dass eben der Schaft sich nicht ständig aufschraubt. Das ist ganz normal, wenn ein Aluminium-Gewinde eben in ein Tungsten-Gewinde reingeschraubt wird. Und ja, die Flight-Protektoren, wie sie hier genannt werden, ist jetzt nicht unbedingt mein Begriff. Ich sage eher Flight-Tops dazu, aber Unicorn nennt es Protektoren. Die steckt man von hinten auf den Flight drauf, um einen schönen 90-Grad-Winkel zu haben. Vielleicht machst du das auch gerade mal. Ich gebe dir lieber den weißen. Da sieht man es dann besser, da hebt sich es besser ab. Muss man da so ein bisschen rausbrechen. Vielleicht auch abschneiden, die Schere liegt ja da. Okay, rausbrechen hat gereicht. Den Flight auffalten. Und da rein, aber dazu mache ich euch demnächst nochmal ein gesondertes Video, wie man seine Flights modifizieren kann. So genau steckt man die da auf und dann sind die da ein bisschen, super 90 Grad Winkel. Also das sieht wirklich sehr sauber aus. Da habe ich schon schlechtere gesehen davon. Also die von Unicorn scheinen da recht gut zu sein. Wir haben ja glücklicherweise die Phase 3
Gary Anderson, Noir, Darts da und auch die Phase 5. Spider-Woman spielt ja auch aktuell mit den Phase 3 Darts und die darf sich jetzt da aus dem ganzen Sammelsurium ein Wunsch-Setup zusammenbauen. Natürlich muss er erstmal ihr Spider-Woman-Gedöns da runterschrauben und sie entscheidet sich für die kurzen Gripper. Habe ich mir schon fast gedacht, weil sie ja ohnehin auch hier kurze Aluminiumschäfte spielt. Da würde sich das dann sonst vielleicht ja komisch anfühlen, wenn die Darts auf einmal deutlich länger wären. Also die weißen Gripper 3. Und für welche Flights entscheidet sie sich? Für das Schottenmuster, jawohl. Einmal aufgefaltet, reingesteckt. Dann gucken wir uns das an. Und dann darfst du die natürlich auch mal ins Board reinschmeißen. Ich baue mir dann auch noch ein Setup zusammen. Ich weiß auch schon, was ich nehme. Dann können wir mal noch ein paar Darts für euch reinwerfen. Das zeige ich euch dann noch. Und dann gibt es das Fazit. Schön sieht's aus. Mit den Noir. Super. Ich habe mich bei den aktuellen Phase 5 Darts, auch die Noir Edition, hier für den Klassiker entschieden. Die Gripper 3 Two-Tone und auch die klassischen Gary Anderson Flights. Jetzt geht's ans Board und da wird ein bisschen gewetzelt. Ich finde, es ist nicht nur was für Gary Anderson-Fans. Klar, Flights braucht man sowieso immer. Es ist Verschleißmaterial, die gehen mal kaputt. Also man kann die auch einfach im Training runterspielen, wenn es sein muss. Ansonsten sind ja die ganzen Shafts und die anderen Zubehörteile natürlich neutral. Von der Farbe her blau und weiß oder weiß und blau. Für mich besonders interessant als SV Darmstadt-Fan. Aber natürlich auch für Leute, die in Bayern wohnen oder auch für Schottland-Fans, ist ja an die schottische Landesflagge angelehnt. Das blaue Banner mit dem weißen Kreuz da drauf ist natürlich dann auch signifikant für Schottland. Die unverbindliche Preisempfehlung von Unicorn ist im August 2022 18,95 Euro. Beim Dartshop Michel gibt es das Ganze für 17 Euro und ihr könnt natürlich wieder einen Code eingeben für 5% Rabatt. Das wäre diesmal Wetzler-Endo Plus mit dem Pluszeichen. Man spart natürlich auch ein bisschen was. Wenn man sich die Teile alle einzeln kaufen würde, würde man auf jeden Fall teurer kommen als die 17 Euro. Und insofern lohnt es sich dann doch ein bisschen. Die Ringe braucht man eigentlich immer. Man braucht die O-Rings, die braucht man natürlich auch, wenn man die Alu-Chefs spielt. Also es ist für jeden was dabei. Wenn man was nicht unbedingt braucht, kann man das natürlich auch mal einem Freund, einem Vereinskollegen weitergeben. Der freut sich dann, dass er sich was gespart hat. Man macht ihm einfach da eine Freude damit. Da nutze ich doch mal die Gelegenheit, um den Preis genau unter die Lupe zu nehmen. Ich habe hier mal alle Artikel aufgeführt, die in diesem Tune-Up-Kit mit drin sind. Bei den Flights habe ich mal 6 Sätze Flights 100 Mikron a 1,50 Euro angenommen. Das ist eigentlich ein normaler Preis für ja Player Flights, würde ich sagen, mit 100 Mikron Stärke, Standard Flights. Ich konnte die nämlich in dem Design, wie sie jetzt da drin sind, nicht mehr online einzeln finden. Ansonsten habe ich immer den günstigsten Shop gesucht, wo es die am günstigsten gibt und es ist kein Versandkostenbeitrag da mit reingerechnet, weil wenn ich die einen dann bei dem einen Shop bestelle, die anderen bei dem anderen Shop und die beim dritten Shop und das beim vierten Shop und dann zahle ich jedes Mal da Versandkosten, sind wir natürlich noch weitaus teurer. Also hier jetzt mal geguckt, die ganzen Artikel aus dem Tune-Up-Kit mit dem Preis, den ich im günstigsten Online-Shop da erzielen kann. Jetzt wird abgerechnet.
Als erstes die Gripper 3 Mirage, die habe ich gefunden für 1,19 Euro. Dann die Gripper 3 Two-Tone, da habe ich einen Preis von 1,99 Euro gefunden bei einem Online-Shop. Gripper Softflex für 2,19 Euro. Die Gripper 3 für 1,49 Euro. Die Gripper Zero Degrees für 3,90 Euro. Ja, die sind echt teuer gewesen. Und die Aluminium XL für 2,10 Euro am günstigsten, 8 Flight-Protektoren für 1,90 Euro und 8 Ozones von Unicorn für 1,66 Euro und dann eben die 9 Euro dazu für die Flights. Da sind wir bei einem Preis von 25,42 Euro. Also insgesamt hat man mit dem Tune-Up-Kit doch schon über 8 Euro gespart. Dann gibt's natürlich nochmal ja, den 5% Rabatt mit dem Wetzler-Code, habt ihr schon gesehen. Und da kommen wir doch echt günstig damit raus. Ja, so viel zu dem Gary Anderson Accessory Kit. Ansonsten gibt es nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr bei mir auf dem Kanal natürlich wieder ein neues Video. Da gerne einschalten, natürlich weiterhin fleißig trainieren und bis nächsten Mittwoch. Good Darts!